Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Valhalla. Ich befinde mich hier bei der ersten Zuflucht, wo wir hingeschleust wurden, denn wir wollen ja heute ins nächste Gebiet nach Svaladal. Und eigentlich habe ich ja gemeint, wir gehen hier rüber, aber ich habe mich dann dafür entschieden, erstmal hier rüber zu gehen, dass wir erstmal hier den Raubzug machen, dann die drei Schnellreisepunkte freischalten und dann zur Zuflucht gehen. Mal schauen, inwiefern das heute so alles klappen wird. Ich bin mal sehr gespannt. Wir müssen erstmal hier irgendwie einen Weg über den Berg drüber finden. Und dann geht's auch schon weiter. Zur ganz großen Not benutze ich einfach mal unser Vögelchen, was wir haben. Irgendwas anderes muss ich, glaube ich, auch nicht machen. Was gerade noch ein bisschen seltsam war, das kann ich erzählen. Ich habe gerade ganz normal, wie man es eben so macht, die geladen. Und nach der letzten Folge, weil heute zwei Tage später ist. Und auf einmal stellt sich heraus, ein bisschen doof gelaufen. Denn, die Jötun waren noch da, beziehungsweise waren schon wieder da. Und das fand ich ein bisschen strange. Das fand ich ein bisschen sehr strange. Und das klappt ja wirklich sehr gut. Mit dem Raben hier, die Entfernungen zu überbrücken. Das klappt spitzenmäßig. Da unten sieht man ein bisschen zu groß, würde ich meinen. So, da unten landen wir. Dieser Ort wird gut bewacht. Ja, die große Mine. Das machen wir schon, ne? So. Da drin. Alles weiter unten. Okay. Na, komm, gib das her. Danke sehr. Juti, dann wollen wir doch mal. Der erste Mord des Tages. Oh, ein Krieger. Oh nein. Oh, das ist aber doof gelaufen für dich. Pech. Oh, das ist jetzt doof. Oh, ein Aschebringer. Hallo, Aschebringer. Ach, verdammt. Ah, das hätte ja so gut klappen können. Dann hat es doch nicht geklappt. So. Erledigt ist erledigt. Haben wir gleich die Pfeile, die wir vorne gefunden haben, verschossen. Aber das ist in Ordnung. Damit komme ich klar. Gucken wir uns doch mal hier hinten um. Hier gibt es ja einiges an Schätzchen. Titan unter anderem. Ja, ein gutes Titan. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und hier geht es jetzt weiter. Denn da? Ach, eine kleine Kiste. Wer sagt das doch? Mist! Da kommt gerade ein Hund reingewandert. Hallo, Hundchen. Na, du? Das brennt! Ja, das brennt, Odin. Hey, Babymaus, alles gut bei dir? Legst du dich zu mir? Du wunderst dich, mit wem ich erzähle, ne? Normalerweise mache ich ja immer die Tür zu und Lizzie ist da. Heute ist Lizzie allerdings nicht anwesend. Die geht heute auf ein Konzert. Deswegen bin ich hier zu Hause und hüte den Hund. Aber eigentlich ist sie so müde, dass ich davon ausgegangen bin, dass sie mich heute nicht braucht. Aber scheinbar hat sie doch ein bisschen Nähe vermisst. Und sie hat sich jetzt hier zu mir gelegt. Und liegt hier jetzt auf einem Deckchen. Finde ich ja schon sehr putzig. So, ich glaube, wir haben jetzt den richtigen Eingang gefunden. Da haben wir Schützen. Okay, Schütze, Schütze, Schütze. Oh, von mir aus. Holen wir uns erstmal die Kraft von Muspel zurück. Diese Jötunkraft, ich glaube nicht, dass ich die so häufig brauchen werde, über die Lava zu laufen. Ist sicherlich ein bisschen praktischer als das Teleportieren. Und wenn wir es irgendwann questrelevant mal wieder brauchen, dann werden wir es sicherlich finden. So, Leute, kommt hier erstmal rein. Ah, das hat ja nicht geklappt. So, machen wir erstmal den hier weg. Mach's gut. Asche bringen.
noch zwei Berserker. Ich hoffe ja, die sind wieder Glutbewahrer oder sowas. Denn die gehen mir doch gehörig auf den Sack damit, dass die immer wieder Leute nachspawnen können. So. Kümmern wir uns um den hier. So, na gut. Und dann verteilen wir erstmal unsere Prioritäten. So. Fertig ist fertig. Nummer 1. Wir müssen nur zugreifen. Komm mal kurz her. Das ist keine Truhe, das ist ein Quarz. Da sieht man doch wohl. So, Numero Uno. Und Numero Du. Los, ich brauche hier Hilfe. Hinterher. Sie hat sich hier jetzt tatsächlich vorne die Hand auf die Seite gelegt und räkelt sich. Sehr putzig. Wenn ich hier eine Kamera drin hätte, dann würde ich es, glaube ich, euch auch zeigen. Sowas wie Bailey darf man einfach eigentlich nicht vorenthalten bekommen. Aber ja, manchmal führt halt einfach leider kein Weg mehr vorbei. Hi, Berserker, na du? So, mach's gut. Ach, diese Tötungsanimation, ey. Die gehen mir echt auf den Sack. Ich meine, die sind zwar cool und alles, aber wenn du 1500 Gegner an einem Tag tötest, irgendwann kannst du die ganzen Animationen nicht mehr sehen. Und durch die ganzen Staffeln des Let's Plays bin ich jetzt so langsam echt in dieser Situation angekommen, dass ich es nicht mehr sehen kann. Oder vielmehr einfach nicht mehr sehen will. Ja, ja, Berserker, von mir aus. So. Na, ja, ach komm. Machen wir es dann halt so, wenn du nicht normal sterben willst. Weißt du, mir ist es auch egal. So. Björn, dir heben wir mal. Dich heben wir mal wieder hoch. Hier muss es Gold oder Silber geben. Da haben wir es. Gar nicht für voll genommen, dass der Obelisk hier steht. Da, ja, machen wir Ofen hier. So. Einmal schupp und weg. Okay. Dann haben wir noch eine letzte Etage, wie es ausschaut. Und zwei Fertigkeitenpunkte. Das finde ich super. Das war, glaube ich, Titan, ne? Yes. Titan ist immer gut. Wir können bald mal wieder gucken, wie es ausschaut mit unseren Titanvorräten, ob wir da demnächst mal wieder eine unserer Waffen ein bisschen verbessern können. Unser Hauptspeer ist ja schon fast auf der letzten Stufe. So. Nee, nee, lach das mal, hör mal. So. Keine Todesanimation. Naja, gut. Und hey. Noch wer? Ach, ein Aschebringer. Hier, in den Hintern. So. Erledigt ist erledigt. Rolf und Odin machen das zusammen. Ich find's ein bisschen strange. Muss ich wirklich sagen. Ich find's ein bisschen strange, dass es unsere Kumpels von der Oberwelt sind. Ich meine, es ist zwar cool, aber es ist ein bisschen seltsam, oder? Oder geht nur mir das so, dass ich das seltsam finde? Kann er hier hinter? Ach, Titan. Okay. Und da oben haben wir noch was Kleines. Ja, gut. Wenn wir einmal hier sind, nehmen wir es doch mit. Vielleicht ist da auch wieder Titan drin oder sonstiges. So. Schadet ja nicht. Ah ja, gut. Stoff ist auch in Ordnung. So. Jetzt müssen wir einmal nach Norden. Zumindest wollte ich nach Norden. Vergiss es. Ich mach Vögelchen. So. Und dann sind wir auch gleich schon beim Schnellreisepunkt. Das klappt gut mit dem Vogel. Ich muss mir das echt angewöhnen. Und wenn wir da dann noch die Fähigkeit drauf haben, dass wir das noch länger machen können. Das wird supi. So, Landeanflug. Dann vergeht die Zeit glücklicherweise nicht mehr. Und wir sind fast da. Also, das ist echt spitze. Guck mal, so schnell geht's zur Schnellreise. Wow. Einfach immer nur dafür sorgen, dass der Kugel gut aufgeladen ist, was er im Normalfall ja meistens ist, wenn man zwischendurch ein paar Gegner umklatscht. Und dann läuft das ja wie geschnitten Brot. Spitze.
Okay. Dann hüpfe ich hier mal direkt runter. Die 50 Meter, die wir hier noch haben, bis zu dem... Ja, okay, 60 Meter bis zu diesem Ding. Ich glaube, die können wir ruhig noch so zurücklegen. Ach, das ist sowieso nur ein Kristall. Oh, zwei Vögelchen. Das finde ich supi. Nicht nur Huga aufladen. Ach, die hatten sogar das Ding bewacht. Einer der Edelsteine, die der Zwerg erwähnt. So, genau. Nicht nur Huga aufladen, sondern auch Federchen mitnehmen. Okay, hier oben haben wir jetzt einiges freigeschaltet, aber das wollen wir ja gerade gar nicht. Wie schaut es mit unseren Federn aus? Wir haben 16 Federn, also noch zwei Vögelchen, dann können wir hier die Zeit noch um 20 Sekunden erhöhen. Das fände ich ja schon sehr cool. Wo wollten wir zuerst hin? Ah, ja, wir nehmen zuerst das Nähere. Die 6 Vögelchen, ahoi. Da sieht man sie schon. Ganz bis dahin werden wir natürlich nicht kommen, aber... Drücken wir mit zwei Huga-Schreien. Komisch. Da muss es also doch irgendwie ein größeres Rätsel geben mit dem, Artefakt, was man da sehen kann. Würde ich meinen. Na komm, ich muss hier langsam mal landen. Ist zwar schade, dass wir dann doch noch so ein bisschen mehr Weg haben, aber... Ist auf jeden Fall schon kurz genug. So, dann statten wir doch dem Artefakt einfach mal einen kurzen Besuch ab, wenn wir eh einmal hier in der Nähe sind. Hier treiben sich böse Geister herum. Ah, wieder so ein Ding, ich verstehe. Wieder so ein Jötunfluch. Und wo ist das? Überblicke das Land, Freundin. Da fliegen unsere beiden Federn. Da fliegen unsere Federn. Wenn ich denn nicht zu doof wäre, sie zu treffen. So, das ist unser Upgrade gewesen. Haha. Gut. Jetzt müssen wir wirklich nur noch dafür sorgen, dass wir... Aua. Das hat, glaube ich, ein bisschen wehgetan. Ja, jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass hier wir... Stimmt hier... etwas nicht. Ja, das ist ein Fluch. Ach, da, ich dachte, das ist ein Grafikfehler, aber wenn es ein Fluch ist, ja, dann ist das natürlich so. Ist auch noch weiter unten, also ich muss hier wirklich... Ach, hi, da ist er. Ist er ein Jötun. Ach, ein toter Jötun. Auf diesem Land lastet ein dunkler Seder. Ein toter Jötun. Ja, so viel dazu. Ich nehme sie mal mit. So viel zur Kraft von Jötunheim, die wir wahrscheinlich brauchen werden. Naja, gut. Ich finde es gut, also wenn wir die nächste Zuflucht dann später finden, dann können wir uns auch schon den Vogel verbessern. So, dahin. Dahin durch. Da liegt noch einer von denen. Wir schwirbeln einmal dahin durch. Ah, guck mal. Jetzt müssen wir die 5 aktivieren, damit wir hier nach oben kommen, um das Ding kaputt zu machen. Naja, theoretisch hätten wir es wahrscheinlich eher nicht gemusst, aber... Oh, hier eine Etage weiter unten. Das ist nämlich doof. Hallo? Naja, super. Das hat ja spitzenmäßig geklappt. Naja, gut. Dann hüpfen wir mal hier rüber. Also hätte ich das nächste Ding gesehen, wäre es wahrscheinlich ganz gut gegangen. Okay, geht hier lang, geht zum nächsten. Geht hier nach unten. Und das war's. Okay. Verdammter Trollzauber. Wenn es das war, dann war's das. Dann schnapp ich mir nur noch meine Rune. Kann ich Heidmars Fluch schwächen. Modsognis Reinheit. Hm.
Schöpfung der Zwerge an alle, die glauben, dass wir die Zwerge als Maden aus Ymirs Körper entsprungen wären. Seht euch um und bestaunt unseren Ruhm. Wisset, dass es die reinen Ahnen von Ymir waren, die uns das Leben schenkten. Wie könnte eine Made die Fähigkeiten meistern, Stein zu behauen oder Metall mit Hammerschlägen zu bearbeiten? Gute Frage. Ich habe wenige Maden in meinem Leben bisher mit Hammer und Meißel auf Stein rumkloppen sehen. Muss ich einfach mal so sagen. Ja, ich hatte schon einige Maden, sowohl beim Angeln als auch mal im Schrank, wo ich meine Kartoffeln aufgehoben habe, weil die total gammelig geworden sind. Deswegen, ich kenne mich aus mit Maden. Ich habe genug und satt davon in meinem Leben gehabt, die ich gar nicht wollte. Oder beim Angeln halt wollte, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Kann ich hier drauf landen? Nee. Ja, das müsste gut funktionieren. Ja, aber wie gesagt, keine einzige Made, Hammer und Meißel. Aber vielleicht sind die nordischen Maden ja was anderes, ne? Holen wir uns erstmal den Synchropunkt. Und was war das denn gerade für ein komisches Gebilde da mit dem grünen Fensterglas? Oder was das auch immer sein sollte? Gucken wir doch gleich mal hin. Ich glaube, es war ein Grafikfehler. Ja, jetzt sieht da alles normal aus. Das war, glaube ich, ein Graf. Ach nee, jetzt sieht es wieder komisch aus. Jetzt sieht es wieder normal aus. Okay, das ist ein Grafikfehler. Ignorieren wir den Grafikfehler. Und alles ist gut. Gut, jetzt können wir rein theoretisch. Na komm, dann machen wir das doch mal direkt. Dass wir hier rüber zu dem Ding gehen. Und das ist dann auch rein zufällig nicht in die Richtung, wo ich gerade hingeguckt habe. So, einmal runterhüpfen. Das ist so praktisch, dass er keinen Fallschaden bekommt. So, Sven, komm mal her, du. Runter mit dir. Hier! Gucken wir uns doch mal um. Was haben wir hier für schöne Sachen? Abgesehen natürlich von den Schicksalsblüten hier. Leckere Schicksalsessenz. Köstlich, köstlich. Ich weiß, ich bin immer noch bei Amalur, was diese Schicksalsblüten angeht. Und das hier sind gar keine Schicksalsblüten, aber das ist mir egal. Die sehen schon sehr ähnlich aus wie die Blumen, von denen wir die Schicksalsessenz ernten konnten. Deswegen bleibt es für mich die Schicksalsessenz und die Schicksalsblume. Punkt aus Ende. Ich nehme hier wieder die Kraft von Muspelheim mit. Die Kraft von Götenheim hätten wir gar nicht gebraucht, aber woher soll man es wissen, wenn die einem so präsentiert wird? Kann man doch eigentlich nur davon ausgehen, dass die Kraft von Jötunheim da die einzig richtige Variante wäre. So, hier einmal hindurch. Hier haben wir Stinkeritis. Beseitigen wir direkt mal. Da haben wir eine kleine Kiste. Von mir aus nehmen wir die gerne mit. Au. Ah, da kommt die Stinkeritis wieder zurück. Das ist doch eine Falle. Ach, wirklich? Ah, hier sieht alles gut aus. Da unten haben wir den Schlüssel drin. Na komm, ich weiß, man sollte hier wahrscheinlich eigentlich die Macht von Muspelheim benutzen, um die Feuerpfeile zu verschießen. Aber ganz ehrlich, warum sollte ich das tun, wenn es auch so geht? Schnappen wir uns das hier alles. Gehen einmal hier nach unten und sammeln uns die Schlüssel. Haben wir hier unten? Ist das was Großes? Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Aufgrund der Tatsache, dass ich keine Ahnung habe, wo ich hier bin. Aber wahrscheinlich ist das hier einfach nur unsere Möglichkeit, wieder nach draußen zu kommen. Ach, guck mal, wir sind hier drin. Ja, unsere Möglichkeit, wieder nach draußen zu kommen, um uns... Wo ist er denn? Da ist er. Ich habe ihn noch gerade gesehen. Um uns hier am Hugerschrein ein bisschen aufzuladen. Und das Ding ist über uns. Das heißt, dafür steigen wir doch einfach mal hier aufs Dach. Pfeif dir mal so ein Ding rein. Ach, na, das interessiert mich nicht. Das hier interessiert mich. Auch nicht so wirklich, aber auf jeden Fall interessiert es mich schon mehr. So, und die anderen beiden Dinger sind wirklich unten. Das heißt, wir gehen wieder nach unten und nutzen dann die Kraft von
Muspelheim, um hier über die Lava zu kommen und das Türli aufzuschließen. So. Damit haben wir die wichtige von beiden Kisten eigentlich schon gefunden. Auch wenn wir das Set nicht ausrüsten werden. Aber haben ist haben, ne? So, ja, gut. Natürlich Stinkeritis. Ach so. Sie wurde wohl verriegelt. Ja gut, wie kommen wir denn jetzt da durch? Das ist jetzt unschön. Da müssen wir jetzt wirklich da irgendwie einen Weg drumherum suchen. Das sind auch Gegner. Ich wünschte, ich könnte so ein bisschen was erkennen, aber... Schade, schade, schade. Ja gut, hätte ich da mal erst geguckt. Vielleicht gibt es ja da doch irgendwie einen Weg drumrum. Wer weiß das schon? Ich probiere das nochmal. Aber hier gab es wirklich nichts, ne? Nur die Kiste. Ach, ich bin so dumm. Hier gab es nichts. Kiste gesammelt und dann auch schon wieder die Augen vor dem verschlossen, was alles noch da ist. Es ist also manchmal wundert es mich, wie ich überhaupt leben kann. Ich muss echt mit Scheuklappen unterwegs sein manchmal. Okay. Geschafft ist geschafft, egal wie lange es gedauert hat. Und es war ja jetzt zum Glück nicht irrwitzig lang. War zwar ein bisschen doof, aber irrwitzig lang wäre noch ein bisschen anders gewesen, glaube ich. Dann schnappe ich mir nochmal den Huger, würde ich sagen. Auch wenn uns das gleich wieder ein paar Lebenspunkte kostet, aber da können wir uns direkt wieder auffüllen nebenan. Nom 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 nom. Leckere weiße Himbeeren. Und noch ein paar Trompetenpilze. Und Vögelchen! So, dann halten wir mal eben bei dieser kleinen Queste da drüben und machen die auf unserem Weg Richtung Richtung nächsten Schnellreisepunkt. So, hier zur Landung ansetzen. Sehr schön. Wieder ein Zwerg oder? Ja, Zwerge in Nöten. Machen wir. Kein Problem. Ja. Bitte nicht! Durch meinen Tod ist nichts gewonnen! Ich werde nichts sagen! Ich habe euch nie gesehen! Bitte! Es wird schon! Halt nur still, damit ich dich nicht verfehle! Ja, ich genau. Bin so gut. Dein Freund hat es dir gefallen! Du gehst unter! Mach ich! Guck mal, der Typ stürzt sich wieder hier! Du kannst nicht davon ausgehen, dass der einfach wartet, bis du fertig bist! Ja, du bist der Weltenbrand. Naja, also ihr, aber... So. Schnauze voll von dir. Ich hab gesagt, ich hab die Schnauze voll von dir. Weg mit deinem scheiß Schild. Du Penner. So. Na, Zwergilda, alles gut bei dir? Es ist vorüber. Die schaden niemandem mehr. Den Göttern sei Dank, du bist eingeschritten, Erhabener. Diese Schweine haben meine Freunde auf dem Gewissen. Ich würde mich ja erkenntlich zeigen, aber mir wurde alles abgenommen, was ich bei mir hatte. Schon gut, wirklich. Bring dich in Sicherheit und wir sind quitt. Besuch mich mal in meiner Zuflucht, dann gebe ich dir was. Nichts Großes, einfach ein Dankeschön. Yarda Aeger heißt die Zuflucht. Diese Riesen hier meinten, es gäbe noch mehr von ihnen. Vielleicht deren Anführer. Oben auf den Hügeln, nordöstlich der großen Mühle. Sollte mein Weg mich dorthin führen, statt ich dir vielleicht einen Besuch habe. Gelangst du von hier gut dorthin? Ich denke schon. Dann sehen wir uns eines Tages vielleicht dort. Viel Glück. Ja, ich würde auch mal davon ausgehen, dass wir uns da eines Tages sehen. Ist der Typ das? Könnte der das sein?
Ich meine, so einen haben wir ja auch schon mal gesehen. So ist es nicht. Nördlich der großen Mühle. Ja, gut, aber das sehen wir ja von hier aus noch nicht so. Was hier große Mühle ist und was nicht. Ich sehe nur, dass ich da das Ding auf der Map habe. Ja, gut. Dann schwingen wir uns wieder mit den Schwingen in die Lüfte. Und haben hier einige schöne Sachen, wie es ausschaut. Mal gucken, ob hier irgendwas lebendig ist. Vorsichtig sein. Oh ja, da ist lebendig. Ernsthaft. Genau dann bewegen musst du dich. Ja, ja, töte mich ruhig. Viel Spaß dabei. Ach, du bist eine kleine Kiste. Ja, sag das doch. Wenn ich das gewusst hätte. Na gut. Aber es ist immer gut, um den Huger wieder aufzuladen. Da sage ich einfach mal nichts. So, hi, Bogenschützi. Ach du Kacke, das war Lava. Da brauchen wir den Schlüssel für, ne? Komm, dann markiere ich mir mal den Schlüssel. Ach, den hat er. Ja, gut. Ja, ich würde mal sagen, einfach mal mit Mang. Das wird schon. Dann haben wir sowohl gleich den Schlüssel. Verratbringer Nummer 1. Au, ruf nach Verstärkung. Nein, lass das mal. Hier irgendwas. Der Typ denn da gestorben? Hat er sich geopfert, um neue Leute zu beschwören? Naja, gut. Reichtum ist erworben. Ich bin zufrieden. Der Typ ist auch down. Kann es denn noch was Schöneres geben? Hä? Wo kommst du denn jetzt auf einmal wieder her? Das passt doch. Meine Güte, dass die sich alle umbringen wollen, indem sie sich mit dem Erhabenen anlegen. Die haben es aber auch einfach nicht drauf. So. Heiße Füße aktivieren. Auf das Ding. So, okay. Wir haben hier einmal... Ich bin ein bisschen verwirrt. Ah, wir kommen da schon irgendwie durch. Irgendwie machen wir das. Das hier können wir schon mal kaputt machen. Dann können wir das Ding jetzt. Dann kommen wir hier drüben an den Stein immer noch nicht ran. Weil wir, um an den Stein zu kommen... Müssen wir denn da lang, um an den Stein zu kommen? Müssen wir da von unten ran? Sieht fast ein bisschen danach aus. Okay, gucken wir dann. Gehen wir erstmal hier nach unten. Ganz schön staubig hier, aber das hält mich nicht davon ab. Kneif die Augen zu, dann geht das. So. Hier nehmen wir uns auch wieder ein Pfeilchen mit. Bailey räkelt sich wieder hübsch. Okay. Also da geht es scheinbar nicht weiter. Ich räkel da nochmal rein. Hallo. Na, das hat ja gut geklappt. Ich will da doch nur rein. Das kann doch so schwer nicht sein, mich da einfach reinzulassen. Ne, von unten geht's hier nicht rein. Ich kann ja auch sonst nichts kaputt hauen. Bin ich gerade echt so dumm? Ja, bin ich. Ach, bin ich dämlich. Übersehen. Na gut. Der Zwerg wird diesen Edelstein haben wollen. Okay. Das haben wir auch erledigt. Hier holen wir uns noch ein paar heiße Füße. Aber das ist in Ordnung. Ach, ich habe kein Huger mehr.
Aber da unten haben wir einen wunderbaren Schrein. Den würde ich doch glatt mal in Anspruch nehmen. Und dann schwingen wir uns auf diesen Felsen dort hinten und haben dann gleich die letzte Schnellreise aktiviert. Dann haben wir außer die Zuflucht alles erledigt, was ich mir für heute vorgenommen habe. Und sogar noch ein bisschen mehr, indem wir diese beiden Gebiete da erkundet haben. So, landen. Und dann gibt's auf zur Zuflucht. Und wenn wir da sind und sie erkundet haben, beziehungsweise gefunden haben, dann werden wir uns den Raben verbessern. Da freue ich mich schon drauf. Kleine Bailey räkelt sich wieder. Total niedlich. Es lohnt sich aber tatsächlich nicht, nur für eine Bailey-Cam zu machen. Weil im Normalfall Bailey ja hier nicht rumliegt, wenn ich aufnehme. Da oben haben wir noch so ein Teil. Das ist aber auch ein ganz schön großes Gebiet hier. Das ist ja doch nochmal ein Drittel mehr, würde ich sagen. Also das hier wäre wahrscheinlich das Gebiet von da unten, so grob geschätzt. Und dann hat man dann noch ein gutes Stück extra. Naja gut, da haben wir das Ding. Komm, wir nehmen einfach wieder den Raben. Ich bin ein bisschen faul heute. Das funktioniert doch einfach gut. Hätte ich nicht gedacht, dass das doch so klasse klappt. So. Und dann landen. Und dann haben wir da gleich irgendwo noch das nächste Artefakt. Wieder eine Seite von Gefühle sie. So, wen haben wir denn heute? Den verschwundenen Met. Einmal trank Gefühle sie verschwundenen Met, der ihm ewige Trunkenheit bescherte. Was immer er auch versuchte... Ach, verwunschen, nicht verschwundenen. Der verschwundene Met wäre danach wahrscheinlich eher verschwunden. Was auch immer er versuchte, um nüchtern zu werden, machte ihn nur noch betrunkener. Das ist ungünstig. Würde ich mal so sagen. Aber scheinbar, egal wie aussichtslos es bei Gefühle sie immer mal aussah, es scheint ja doch irgendwie geklappt zu haben. So, Sven, komm mal hier, du. Ja. Guck mal, ich sehe doch schon das erste Teil. Los! Dann lass uns hier doch mal schauen. Ein Hinweis. Es muss eine Zuflucht in der Nähe sein. Ein Hinweis, ein Hinweis. Was, ein Himbeereis? Da haben wir das nächste. Da können wir unseren Huger wieder aufladen. So, da könnte wieder das nächste sein. Yes. Ja! Und da haben wir noch das nächste. So, da einfach rein. Ist es so leicht? Hier ist das Ding. Ach so. Nein, hier einmal runter und das zeigt uns dann, dass wir hoch müssen. Das ist ja geil. Sven, sorry, dass du hier jetzt drin steckst. Das wollte ich so eigentlich auch nicht. Oder ist es da hinten drin? Aber nee, wahrscheinlich wird er nur sagen, eine Sackgasse, nachdem wir hier diesen Opal gefunden haben. Oh, er sagt nicht mal eine Sackgasse. Na gut. So, hier rein. Gut, dann gehen wir heute hier rein. Da oben ist auch irgendwas drauf. Naja, egal. Wir haben sie gefunden. Hallöchen. Lass dich hier nicht sehen. Na, guck mal, hier haben wir einen Bootsbauer. Hier haben wir den Typen von Reda. Hier haben wir den Tätowierer. Hier gibt es einen Saufwettbewerb. Wenn ich von diesen Zwergen etwas erfahren will, werde ich mich in Geduld üben müssen. Mach ich vielleicht nicht mehr auf. Fischer? Okay. Na komm, ich will erstmal zum Schmied gehen, um uns den Raben zu verbessern. Aber der Schmied ist gar nicht da. Das ist ja klasse. Na komm, dann gehen wir erstmal zum Fischer. Guten Tag, Fremder. Du siehst aus, als wüsstest du, wie man eine Angel auswirft. Ich hätte gedacht, an diesem Ort des Überflusses bräuchtet ihr keine Hilfe. Hm.
Die Fische hier ließen sich tatsächlich sehr leicht fangen. Zu leicht. Wir aßen zu viele. Wir dachten, sie würden ewig reichen. Wir lagen falsch. Bring mir Fische von außerhalb, Fremder. Von dort, wohin wir uns nicht trauen. Ich werde dich reich entlohnen. Okay, also es ist wirklich die Angel... Vielleicht solltest du dir das mal ansehen. Angelhütte, nur eben, dass man nicht nach draußen muss. Und mit ein paar kleinen anderen Belohnungen. Ja, nichts, was ich tun werde. Oh ja, total viel. Ich komme in alles. Na du? Suchst du den Schmied? Mach ich vielleicht nicht mehr auf. Er ist unterwegs. Auf Erkundung, sagte er. Toll. Ah. Und du? Wer bist du? Seid gegrüßt. Oha! Sieht aus, als hätten wir hier einen Ehrengast. Bist du gekommen, dich unserem letzten Augenblick der Freude anzuschließen, Erhabener? Also das ist es, was hier vor sich geht. Ah, verpiss dich doch mit deinem überlegenen Getue. Du verdirbst uns nur die Laune. Dessen bin ich sicher. Okay. Ist das denn möglich? Heeresvater, mächtiger Dichter, Rabengott! Der, den sie Wunscherfüller, Sensenmann und Erhabener nennen! Meinen Namen kenne ich, und ihrer sind da viele. Doch wie heißt du? Ich bin Uri, Sohn von Nori. Sohn von Gori? Ebenso Sohn von Gori. Die hießen beide gleich. Gezeugt von Fimbur, Spross des Fomur, drittes Kind des Bömbur. Dann gab es noch Gunlake, Veni, nochmal Gori. Uri, sagtest du? Genau, Sohn des Nori. Okay. Dein Familienstolz ehrt dich. Sind noch welche von ihnen bei dir? Leider nicht. Alles am Tod. Vater wurde von einer Kuh zerquetscht, die von einer Klippe fiel und auf ihm landete. Omi schiss ein Vogel ins Gesicht. Da purzelte sie vom Pony und wurde von ihrem eigenen Karren überfahren. Opi hatte seine Rasierklinge verlegt und wollte sich mit der Axt rasieren. Den Rest kannst du dir denken. Eine bemerkenswerte Pechsträhne. In der Tat. Pech liegt in unserer Familie. Wir ziehen Unfälle förmlich an, könnte man sagen. Und doch, als wir angegriffen wurden, schaffte ich es hierher. Hier lebe ich nun im Überfluss. Vielleicht habe ich die Pechsträhne überwunden. Sagte er und wurde von irgendwas erschlagen. Bis zum nächsten Mal. Okay, Uri, Sohn des Nori und Gori und Gori und Rimbambori und hast du nicht gesehen. Ein beachtliches Festmahl für solch verzweifelte Zeiten. Reichlich Essen, reichlich Ale, reichlich Frauen. Würdest du woanders sein wollen? Das ist durchaus überzeugend. Entschuldige mich. Gut. Und du bist die, die wir gerade gerettet haben, ne? Schön, dich in Sicherheit zu sehen. Erhabener, schön, dich wiederzusehen. Hier, als Anerkennung deiner Taten. Du hast mein Leben gerettet. Hier, der Besen, den ich gerade noch hatte. Das wäre nicht nötig, aber danke. Okay. Es gibt noch mehr Jötun-Anführer, um die ich mich kümmern muss. So, ja, wahrscheinlich noch die Tochter von Surt, wenn ich nach dem nach einem Thumbnail zum Spiel gehe, das ich gesehen habe. Wer bist du? Wie kommen du und deine Leute hier klar? Besser. Nun, da ich sehe, dass ein Aase unter uns ist. Du wirst uns aus den Klauen dieser roten Drude befreien, oder? Von wem sprichst du? Acer, Surts Tochter. Sie hat unser Volk in ihrer Gewalt. Bitte, Allvater, du musst uns helfen. Bring ganz Asgard hierher, falls nötig. Bitte! Was kannst du mir noch über diese Acer erzählen? Nur, dass wir hier unten bleiben werden, solange sie da draußen ist. Hilf uns, sprich mit Brami, wenn er noch einen ganzen Satz herausbekommt, der Trunkenbold. Okay, also einmal mit Bram reden, verstehe ich. Führ sie bloß nicht hierher. Aber warum sollte ich sie denn hierher führen? Wie sehe ich denn aus? Warum sollte ich denn Acer hierher führen? Wenn du es nicht tust, kann ich es auch nicht. Na, und du? Willkommen, mein Bester. Lass mich ein Kunstwerk aus deiner Haut und deinen Haaren machen. Die Notlage deines Volkes scheint deine Stimmung kaum zu trüben. Ja, guck dir mein Knie an. Traurigkeit hilft am besten Frohsinn. Deswegen pflegen wir gute Gedanken. Du hast einen neuen Entwurf für mich. Nagt es nicht an deinem Gewissen, hier im Überfluss zu leben, während deine Leidensgenossen andernorts verhungern?
Ach, muss ich leiden, weil Sie leiden? Alle haben ihr eigenes Schicksal. Mein Schicksal war es, unter diesem ertragreichen Baum Zuflucht zu finden. Ich werde diese Zeit genießen, bis bessere Zeiten kommen. Oder eben nicht. Hm. Ein andermal vielleicht. Okay. So, ja, nee, mit Reda muss ich nicht reden. Was mit dir? Hallo. Du nicht auch noch mein Knie angucken, bitte. Hübsch dein Boot auf. Oder lass es. Mir egal. Boah, mir ehrlich gesagt auch. Du strahlst ja pure Lebensfreude aus. Tu ich das? Ha, wie schön. Kaufst du jetzt was? Nö. Ich komme später wieder. Nö, ich komme wahrscheinlich auch nicht später wieder. Ich nehme den Opal hier mit. Ich könnte eigentlich doch mal hier zu Reda gucken. Oh, Erhabener. Im Auftrag Redas gebe ich dir bestens bezahlte Arbeit. Wenn du magst, versteht sich. Okay, nee, das ist wirklich nur die, sind wirklich nur die Aufträge. Bis zum nächsten Mal. Ich habe gerade gedacht, wir haben so viele Opale, dass ich da mal ein paar einlösen könnte. Aber wenn es wirklich nur die Aufträge sind, dann ist es mir wurscht. So, du bist Bram, ne? Zieh dich um. Sicher gibt's noch einen Krug, aus dem wir ein paar Tropfen schlecken können. Lasst euch von mir nicht stören. Loni, bin ich völlig Hacke oder steht da der Allvater vor mir? Beides. Das ist gut. Der Weiseste wird sicher bei der Lösung unseres Problems helfen. Helfen wir uns gegenseitig. Was genau ist der Quell eurer Sorgen hier? Reime. Versmaß. Oh, wir könnten dein Dichterherz gebrauchen. Mein was? Deine Worte. Deine Begeisterung. Wir, die größten der Söhne Ivaldis. Wir brauchen ein passendes Ende für unser Lied zum, naja, Ende. Ich kam, um zu sehen, wie ihr mir bei einem Gegenschlag gegen Surt helfen könntet. Ein Gegenschlag? Blödsinn! Außerdem müssen wir es nicht nur mit ihm, sondern seiner ganzen Sippe aufnehmen. Allen voran seine Tochter, Aesa, die unsere Leute einfängt und dann zu Tode schindet. Ein aussichtsloser Krieg. Wir können nur noch essen, trinken, ficken und unser Vermächtnis besiegeln. Genau. Aber ganz offensichtlich haben wir uns betrunken wie Thor in Utgard-Lokis Halle und kein Reim will passen. Also musst du das Lied der Saga von mir und Loni beenden. Klar, easy. Ich werde das Ende eurer Saga mit Mjölnirs Stärke schmieden. Ja, welch Ehrgeiz! Alle sollen sich an uns erinnern und uns ehren. Ja, wenn Havi bei uns ist, müssen wir den letzten Vers anpassen. Hör gut zu. Herab stieg der, den man Havi nennt, kam zu zwei Zwergen, deren Namen er nicht kennt. Er suchte Krieger eisern und hart, fand leider nur Säufer mit Kotze im Bart. Finde ich gut. Er folgte dem Klagen und Jammergeschrei. Sie wirkten zwar männlich, doch hatten kein Ei. Eine Heldensaga sollte er singen, doch wie er auch lügt, es wird nicht gelingen. Nein, das hier. Er suchte Krieger eisern und hart. Und fand nur Säufer mit Kotze im Bart. Ich hatte etwas anderes im Sinn. Versuchen wir es mit. Ihr nennt euch Söhne Ivaldis. Warum? Um seinen Namen in den Dreck zu ziehen? Ich glaube nicht, dass er unsere Saga beenden will, Brami. Geh weg, Loni. Deine Worte reiben Salz in unsere Wunden. Doch sie sind durchaus wahr. Täglich sehen wir, wie unsere Reihen sich lichten. Freunde gehen. Und kehren nicht zurück. Zu vergessen ist. Verlockend. Surt hat mir meinen Sohn genommen. Ich kann es mir nicht leisten, zu vergessen. Ihr sagt, der Surt hat eine Tochter? Ja. Schlau. Gerissen. Befehligt eine Schar von Elitekriegern. Sie überwacht Surts Vorhaben hier. Wo
Wo kann ich sie finden? Die Straße hinauf ist ein Schmelzwerk. Die Zwerge dort wissen vielleicht mehr. Ich gehe dorthin und höre mir an, was deine Leute wissen. Mit etwas Glück kann ich Essa schnappen und ihr Leben gegen das meines Sohnes tauschen. Danke, Brami. Nun sorge für dein Volk, wie es ein wahrer Sohn Ivaldis tun sollte. Es braucht dich. Das werde ich. Mal gucken, ob du das wirklich tust. So. Damit haben wir das erstmal erledigt. Wir müssen jetzt hier so schräg nach Norden, nach Nordosten, uns nach Gufutorp begeben. Ja, schön, da waren wir ja lange nicht mehr. Naja, gut. Dann ist das so. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir hier erstmal wieder eine kleine Rundreise, dass wir uns erstmal hier so, dann da so, dann hier so und dann hier so und dann gehen wir dort nach oben. Genau, ich werde eine Sache machen offscreen. Und zwar werde ich offscreen zu dem anderen Ding reisen. Und uns dann die Rabenfähigkeit verbessern. Ich glaube, das ist nicht so spannend, wenn ich da dabei bin. Aber ich würde es halt schon gerne haben. Und jo, dann sehen wir uns gern in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Bock drauf habt. Geistgefäß. Und ja, dann hoffentlich bis morgen. Ciao.